Hey, Hi. ich habe heute den Tobi von Rawletics neben mir sitzen. Wir sind ja gerade zusammen auf Kubangan und haben viel miteinander zu teilen und ähnliche Themen. Und eins davon ist, worüber wir schon einige Male gesprochen haben, ist das Thema Pausen. Und ich wollte auch schon immer mal ein Video zu machen. Und gerade haben wir schon ein Video für Tobis Kanal gemacht, wo es um ja, die menschliche Figur, das, nee, sag Genau. du lieber. Über- und Untergewicht oder Genau, die Idealfigur, ja, wie muss das sein? was da ja viele für Vorstellungen haben, genau. Genau, also wenn dich das Video Ja, interessiert, dann genau. unten Auch. findest du den Link, genau, und oben in der Infobox auch. Genau, aber jetzt geht es hier um die Pausen. Und ja, mich beschäftigt dieses Thema schon sehr lange. Ich will kurz mal erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe ich weiß nicht, vor wie, mittlerweile wahrscheinlich 10 Jahren, hatte ich so einen Kalender, der total voll war und ich hatte richtig Angst, wenn da eine Lücke war. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, boah, ich habe mir nicht mal Pausen eingeplant, um was zu essen. Also da war es so dicht. Aber ich hatte immer Angst vor der Leere und deswegen habe ich so viel mir in den Kalender reingeknallt. Und als ich das dann so bemerkt habe, habe ich halt das total ja, runtergefahren. Mittlerweile genieße ich es, wenn da gar nicht viel drin steht und viele Zeiten sind, wo ich noch nicht weiß, was passieren wird, weil es gibt ja immer genügend zu tun. Und ja, ich habe auch einfach in der Praxis viele Menschen, die entweder zu viel arbeiten und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen, oder tatsächlich so Burnout-Leute. Und es ist einfach immer mehr in der heutigen Zeit, dass ja, die Menschen, die Arbeit haben, einfach viel zu viel machen. Und ich möchte einfach mit diesem Video auch mal darauf hinweisen, und weil ja, wir leben in dieser Leistungsgesellschaft, wo es irgendwie darauf ankommt, produktiv zu sein. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei. Wir haben ja auch gerade zusammen geschwiegen. Da gab es auch sehr extreme Momente, wo es mir sehr schwer gefallen ist, einfach nichts zu tun. Und das ist total spannend, sich da zu erforschen und mich da kennenzulernen, was da alles so für Glaubenssätze auch in einem so drinstecken, so, ne? Ja, magst du vielleicht auch mal was Ja, schon. erzählen? Ja. Ich denke, viele unterschätzen einfach, wie viel Pausen man eigentlich braucht. So. Also es ist, ja, das Tun wird in unserer Gesellschaft einfach weniger geschätzt, mehr geschätzt. Und das Nicht-Tun wird völlig abgetan. So. Ja, du machst nichts, bist nichts. So. Und man muss sich wirklich mal wieder bewusst machen, dass einfach beide Pole zusammengehören. Und nur durch dieses wechselnde Spiel von Pausen und was tun, kann wirklich ja was Schönes zustande kommen. So. Also ich finde ein schönes Beispiel halt immer die Musik. Und Musik entsteht nur, weil es eine Pause zwischen den Tönen gibt. So. Und dadurch entsteht die Melodie. Und es entsteht keine Melodie, wenn man einfach nur einen Ton spielt. Und man muss sich wirklich mal wieder bewusst machen, dass auch wirklich durch Handeln viel Schlechtes oder das Falsche einfach erreicht werden kann. Durch blinden Aktionismus, so, also auch im Buddhismus gibt es so einen schönen Vergleich, so, wenn ein Schiff am Kentern ist und jeder ist einfach nur am Rumtrampeln und vor Panik am Rumschreien und Rumlaufen, dann geht das Schiff einfach noch schneller unter. Wenn da einfach einer dabei ist, der Ruhe bewahrt und sagt, hey, denk mal nach, bleib mal ruhig, dann geht das Schiff nicht so schnell unter, die Leute können vielleicht noch in die Rettungsschiffe gehen. Und nicht handeln kann manchmal so wichtig sein eben. Oder genauso jetzt als Beispiel Love Parade, was da vor ein paar Jahren irgendwann war, wo eben einfach Leute totgetrampelt wurden, weil jeder einfach nur panisch wurde und die Massen dann einzelne Leute einfach überrannt haben und die dabei gestorben sind so. Und wenn da die Menge oder selbst nur ein Einzelner kann dann diese Ruhe in der ganzen Masse halt auslösen. Und ja, man muss sich wirklich mal wieder bewusst machen, dass dieses Nichtshandeln, diese Pausen so wichtig sind. Also es gibt sogar Studien drüber, dass da haben sie sich irgendwie mit einer Stoppuhr
neben einem Arbeiter, ganz normalen Arbeiter, der irgendwie Steine auf den LKW oder so gestapelt hat, haben sie sich neben den gestellt und haben immer gesagt, so, ja, in einer Stunde oder so immer eine Minute Pause. Oder ich weiß nicht mehr, wie lang die Pausen waren, aber wirklich so alle 2 Minuten gesagt, hey, atme 5 Sekunden durch, atme 10 Sekunden durch. Und diese Arbeiter waren so viel effektiver, wenn sie wirklich die Pausen eingehalten haben. Ja. Und das ist, finde ich, auch so was, was man eben auch gleich umsetzen kann, so für die Leute, für euch so, wenn ihr das seht. Ihr könnt wirklich euch einfach zum Beispiel solche Situationen setzen, wo man, was weiß ich, ich mache die Autotür auf, jedes Mal, wenn ich an den Autogriff greife. Ans Lenkrad meinst du? Oder ans Lenkrad, am Türgriff, ist egal so. Und ihr setzt euch einfach solche, im Buddhismus wird es auch Glocken der Achtsamkeit genannt, dass ihr einfach, wenn ihr da hingreift, erstmal durchatmet. Nehmt 2, 3 tiefe Atemzüge und atmet einfach ein, so sollt froh hier zu sein. Und dann fahrt ihr erst los. So. Und solche Punkte kann man sich halt gezielt einbauen. Oder einfach, wenn man auf der Arbeit hockt, sagen, jedes Mal, wenn ich auf die Uhr schaue, dann mache ich eine Minute Pause oder so. Mhm. Ja, genau. Ja. Ich finde auch, also so eine Testfrage zum Beispiel, ist, die ich oft in der Praxis stelle, ist so, wenn du erschöpft bist, müde bist, was machst du dann? Und die Standardantwort ist Kaffee trinken. Ich mache mir einen Kaffee, um wieder wach zu werden. Die, sage ich mal, schönere Variante wäre zu sagen, ich ruhe mich aus. Wenn ich erschöpft bin, ruhe ich mich aus. Aber das ist heutzutage, ja, wie gesagt, immer schwerer, beziehungsweise man ist so in diesem Laufrad drin, dass es ganz schwer fällt, rauszukommen. Also ich brauche dann auch immer so eine Weile, bis ich wieder so runterfahre, wenn ich mal in so einer sehr aktiven Phase war. Und ja, also ich nochmal so ein paar Zeichen, wie du sozusagen erkennst, ob du quasi, also merkst du eigentlich, wann du eine Pause brauchst. Also dadurch, dass man so in diesem Zoom drin ist, fällt es auch oft sehr schwer, diese Zeichen überhaupt zu deuten. Ja, dass viele Menschen kennen das irgendwie, morgens einen Kaffee trinken, um hochzukommen und dann abends ein Weinchen trinken, um wieder runterzukommen. So, ne? Und das ist so, wenn man in diesem Rad drin ist, wirklich sehr schwer, da das erste Mal so diesen Ausstieg zu finden. Und wie du das gerade so schön mit dem Beispiel gesagt hast, also das, ich habe gemerkt, mir hilft das dann, okay, ich kann mir dann nicht vornehmen, okay, ich rufe mir eine halbe Stunde aus, das würde ich nicht hinkriegen, so, ne? Weil ich merke dann, dieses Kribbeln ist es einfach dann zu intensiv, ne? Aber dann zu sagen, okay, 1 Minute oder 2 Minuten oder 30 Sekunden, ganz egal, aber einfach überhaupt mal wieder an dieses Pausegefühl rankommen. Und dann ist mir noch gerade eingefallen, das ist auch sehr wichtig, wenn man dann mal in diese Pause kommt, so, da hast du ja auch neulich gerade so ein Video zu gemacht, so, wenn man gerade in Urlaub fährt, dann wird man krank oder dann kommt so raus, ne? Dass der Organismus oder das ganze System irgendwie, wenn man dann mal in einer Pause ist, dann kommt total viel hoch. Und dann, ich habe das auch hier gemerkt, wo ich nach Thailand gefahren bin, ich hatte eigentlich voll viele Projekte vor. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich glaube, also ich habe das Gefühl, ich nehme mir schon sehr viele Pausen. Aber als ich dann hier angekommen bin, habe ich erstmal gemerkt, so, boah, ich brauche erstmal Ruhe. So, ne? Also, dass ich gar nicht so produktiv sein konnte, wie ich eigentlich dachte, so mit dies E-Book und dies Buch und so. Ja, und das ist auch das, was ich so beim Schweigen festgestellt habe. Wir haben 3 Tage geschwiegen und ich habe vorher einfach so in diesem, weil man in diesem Rennen so drin ist und immer eins nach dem anderen machen, habe ich gar nicht mitbekommen, wie viel Pause mein Körper eigentlich nötig hatte. Und als ich mich dann ja bei dem Schweigen einfach mit nichts ablenken konnte und so und wirklich diese Zeit gesetzt war, dass ich mich da erhole, ich habe 3 Tage fast nur geschlafen so und habe dann nach 3 Tagen erst gemerkt, boah, mein Körper ist entspannt so. Ich wusste gar nicht, durch dieses ständig Laufen wusste ich gar nicht, in was ich mich da halt wieder so rein manövriert habe. So. Also wie halt, das Beispiel trifft auch so viel zu, einfach dieses Klassenzimmer, wenn man Klassenzimmer hockt und dann in der 6. Stunde kommt der Lehrer rein und sagt, was ist denn hier für eine Luft, mach mal das Fenster auf. Und dann machst du das Fenster auf und dann merkst du erstmal, in was für eine Luft man sich da so langsam reingesetzt hat. So. Wie so den Frosch, der im Topf sitzt und man dreht so langsam die Temperatur hoch. Wenn diese Veränderungen nicht so stark sind, dann nimmt man es eben nicht so wahr, aber
Das ist trotzdem, ja, viele Menschen merken nicht, in was sie sich da verrennen. Und so kommen dann halt so Dinge wie Burnout zustande, so ja aus dem Nichts. So. Die Leute haben gar nicht gemerkt, in was für einem Sprint sie da drin waren und überhaupt die ganzen Körpersignale gar nicht mehr wahrgenommen haben, weil sie halt so ja, mit anderen Dingen beschäftigt waren und gar nicht mehr reingehört haben. Ja, also vielleicht noch so am Ende so ein paar Tipps, wie du vielleicht Pause machen kannst oder wie du irgendwie wieder mehr in diese Ruhe reinkommst, ist natürlich, hängt natürlich sehr davon ab, wie dein Alltag insgesamt überhaupt so aussieht, wo du halt so Kleinigkeiten einbauen kannst, so, ne? Wo ich finde, was total gut unterstützt, um runterzukommen, ist immer in die Natur zu gehen, also sich Zeiten zu nehmen, vielleicht den Arbeitsweg irgendwie mal zu laufen oder durch den Wald zu gehen oder zu fahren halt mit dem Rad oder einfach so dieses Grün der Natur, die frische Luft, das bringt das Ganze, den ganzen Organismus irgendwie so zur Ruhe. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die können gar keine so eine ruhige Pause machen. Also guck immer, wo du da gerade auch stehst, an welchem Punkt. Manche brauchen Squash, um Pause zu machen. Die müssen da rumrennen, sich auspowern und dann kommen sie runter. So, ne? Also da einfach so, was für ein Pausentyp bist du? So, ne? Wie kannst du das da so einbauen? Aber das Wichtigste ist überhaupt, es zu tun. So, ne? Also da irgendwie wieder sensibel für zu werden, um die Pausen wieder zu integrieren. Also es ist wirklich... Ja, und oft sind es halt auch schon so kleine Pausen, die reichen. So, manchmal denkt man ja vielleicht, boah, ich muss mich jetzt eine Stunde ausruhen und schlafen oder so. Wenn man wirklich regelmäßig, jeder hat Zeit, eine Minute sich in der Stunde auszuruhen. Wenn du dir wirklich nur eine Minute in der Stunde Zeit nimmst und da einfach mal durchatmest und sagst, hey, ich lehne mich jetzt zurück und entspanne einfach mal so, dann reicht es oft schon so. Es ist immer nur dieser Dauerstress, der sich so aufbaut. Oder einfach nur ein paar Atemzüge, wenn man halt, wie gesagt, an den Türgriff geht oder egal wo. Ich glaube, es ist wichtig, sobald man das mitkriegt, dass man in diesem Rad drin ist, dann mal kurz innehalten und einmal ausatmen. Vielleicht jetzt gerade. Ja. Ja. Nicht direkt das nächste Video anklicken, sondern einfach setzt euch jetzt mal hin und macht mal eine Minute Pause. Atmet nur durch und einfach nur ruhig bleiben, nichts mehr. Ja, und die Gedanken, die dabei auftauchen oder so, ne, das habe ich auch beim Schweigen einfach ganz dolle gemerkt, dass das wirklich auch am Anfang, also es ist wie was Neues, was ich lernen muss, so dieses Pause machen. Und mich dabei nicht schlecht fühlen, also kein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ich habe wirklich, also ich habe krasseste Glaubenssätze, so, ne, dass ich ein Schmarotzer bin, wenn ich mich nicht zugrunde richte, also so, wenn ich nicht so viel mache, dass ich irgendwie daran kaputt gehe. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du bei dir auch mal schauen, ob es sowas gibt, ne, dass du da irgendwelche Sätze im Kopf hast, die dir verbieten, eine Auszeit zu nehmen oder ja, eine Pause zu machen. Und es ist aber, ich sag mal, lebensnotwendig, lebensrettend, darauf wirklich frühzeitig zu achten. So, das ist einfach, sonst wirst du krank davon oder gehst kaputt. So, ne? Und hinterher, wenn du da liegst, es interessiert niemanden, dass du alles gegeben hast. So, du wirst einfach ausgetauscht, dann kommt der Nächste an deine Stelle. Also das ist so das, was ich ganz oft höre. So, ne? Das, du bist der einzige Mensch, der dafür sorgen kann, dass es dir gut geht. So. Ja, und dass du gut für dich sorgst. So. Ja. Ja. Fällt dir noch was ein, was du? Okay. Gut. Ja, vielleicht hast du eine Frage oder hast einen Kommentar, dann schreib das gerne unten drunter. Und dann schaut mal bei Tobis Kanal vorbei und schaut euch das andere Video an und
die vielen anderen interessanten Videos, aber immer zwischendurch eine Pause machen. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Guck mal, bei mir ist voll viel Platz und deine Schulter ist abgeschnitten. Ja. Ah, okay. Ich hab's in die falsche Richtung. Ja. Das habe ich noch nicht so drauf.